Ah, Monke. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die müssen evakuiert werden. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt, gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Dann soll die Armee kehrt machen! Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! John! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst so zu schreiben hat. Die Gruppe Steiner wird von Norden her an... Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Zurückwerfen! Nur dieser eine Augenblick. Wunderbar! Dieser Versager, dieser Schmarotz! I experimented on my own head! A paar vanilla Faultbeats! Oh, tingly. What a strange sensation. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. John! Mein Führer. Dann ist die 9. Die erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Experimented on my own head! Anders kann man das nicht machen. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin im Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobung gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!